Let's Play Lego Star Wars Folge 58. Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Ja, im Zuge meiner Vorproduktion für die Zeit in München, komme ich hier auch mal wieder zu diesem Spiel zurück. Nach einer langen Zeit, also die letzte Aufnahme von Lego Star Wars ist wirklich schon ewig her. Und jetzt haben wir wieder richtig Bock und mal sehen, was wir in dieser Session so alles hinkriegen. Ich habe mir natürlich schon ein bisschen was überlegt, habe vor allem auch geguckt, was wir in den letzten Folgen gemacht haben, weil das wusste ich ehrlich gesagt nicht mehr, damit wir jetzt nicht das gleiche machen. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit einem netten Level, das ich immer sehr gerne gespielt habe. Und zwar dem Schlitten-Showdown. Das ist, glaube ich, hier. Jawohl. Oh, da haben wir noch kaum was. Das lohnt sich mal hier nochmal reinzugehen. Wir nehmen das freie Spiel. Und da wir meiste Zeit auf diesem Bike verbringen, ist der Charakter nicht so wichtig. Ich nehme trotzdem mal Boba Fett. So. Ja, und dann geht's los. Wieder ohne epische Musik. Das ist ja klar. Seit wann leckt's denn hier? Ist ja ganz komisch. So. Los geht's. Ach, schön. Ich freue mich. Ich muss sagen, es ist ja immer so, dass natürlich sowohl Lego der Herr der Ringe als selbstverständlich auch Lego der Hobbit viel mehr Features haben, viel größere Welt und sowas. Aber das ist ja auch klar. Ich meine, die Spiele sind ja auch viel, viel neuer als das hier. Oh, Entschuldigung. Oh, das war sehr schlau. Richtig, richtig. Ich verwechsel gerade immer. Das Blöde ist, ich habe hier die Tastatur, die Belegung für den Controller ist hier ein bisschen anders wie bei den anderen Lego-Spielen. Wechsel ich? Ah, so. Okay. Sieh an, so leicht geht das. War hier noch was? Ja. Sieh an, zack. Wunderbar. Ach, den waren hier, die Störtes brauchen wir auch noch. Okay. So. Dann bitte einmal nach oben. Dankeschön. Okay. Okay, ich glaube, wir brauchen einen Jedi. Nein. So. Wen haben wir eigentlich sonst noch? Okay, okay. Ah, Count Dooku, das ist ja cool. Der ist immer toll. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann wir das in der Story gespielt haben, beziehungsweise wie wir das gespielt haben. Aber da kann es nicht so gut gelaufen sein, wenn wir hier kaum was haben. Wie viele Minigits haben wir? 6, ne? Ja. Wie baut man denn? Ah. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Wie gesagt, ist schon eine Weile her, dass wir das das letzte Mal gespielt haben. So, da hoch müssen wir nicht nochmal. Dann gehen wir einfach mal hier weiter. Hopp. Hopp. Und los geht's. Kommen wir es jetzt schon mit Sturmtruppen zu tun? Ich weiß es gar nicht mehr. Dieses Level habe ich früher übrigens sehr gern mit Freunden immer gespielt. Das ist im Koop sehr, sehr witzig. Gut, das ganze Spiel ist im Koop witzig, aber das hier ist eins der besten dafür, finde ich. So. Ach, guck an, da kommen schon zwei. Die wir dann gleich mal verprügeln können. Zuerst gucken wir mal, ist hier hinten noch was? Nee, nicht wirklich. Na, kommt her. Ja, wir haben das extra Charakterstein, habe ich festgestellt. Da bekommen wir jetzt auch für getötete Gegner Geld. Das ist immer gut. So, mal kurz gucken, ob hier schon irgendwas ist. Ja, guck an. Aha, Shakti hat sich gleich mal das Speedbike gekrallt. Mein Gott, ich fange schon wieder. Es ist mitten am Tag und ich kann schon nicht mehr reden. Das ist echt schlimm. Kann ich eigentlich, ich bräuchte mal kurz hier, Boba, wo bist du, da bist, so. Nein, anscheinend kann ich die Dinger da oben nicht abschießen. Nee. Okay, gut, dann lassen wir das. Dann starten wir jetzt doch einfach mal direkt in eine Runde Speederbike fahren. So. Nein. Hopp. Los geht's. Hui. So. Huch, wow. Okay, das hatten wir schon. Ich werde hier übrigens spätestens bei der letzten Runde so lange rumfahren, bis wir jede einzelne Pflanze zerstört haben.
Beziehungsweise wenn wir den Mahn Jedi-Status vorher haben, dann natürlich nicht, aber wenn nicht, dann muss das auf die harte Tour gemacht werden. So, ich glaube, wir haben die erste. Oh, wir haben die erste Runde schon geschafft. Das ging schnell. So. Oh. So, ihr Penner. Fuck. Nein, verdammt, der Penner. Friss. Jetzt aber. Alter, was ist los? Eieiei. Voll aus der Übung hier. Das gibt's nicht. So. Ab in den AT-ST und dann mal gucken, was es hier so gibt. Hier gar nichts. Aber da höre ich doch schon ein paar Sturmtruppen. Das ist immer schön. Wir müssen nach da oben, soweit ich mich erinnere. Ah. Ah, und hier bekommen wir vermutlich auch das erste Minikit, das wir noch nicht haben. Denn ich kann mich nicht erinnern, dass wir die dunkle Macht irgendwie damals hatten. Natürlich hatten wir die nicht. So, Count Dooku, wenn ich bitten darf. So. Wunderbar. Ganz ehrlich, wenn ich dieses Spiel spiele, da kommt einfach immer meine absolut große Liebe zu Star Wars wieder hoch. Also das ist nach wie vor... Es ist wahrscheinlich ziemlich eng, was da sozusagen der Sieger ist, Herr der Ringe oder Star Wars. Ich liebe beide, ja, wie soll man sagen, es sind ja beides wirklich schon wahre Epen. Oder? Ist die Mehrzahl von Epos das Epen, oder? Ja. Naja, und jedenfalls... Ja, da kann ich echt schwer sagen, was ich da besser finde. Ich liebe es beides total, aber Star Wars hat schon sowas für mich was ganz Besonderes. Immer wieder, muss ich sagen. Aber das habe ich bestimmt in diesem Let's Play ja schon 10.000 Mal gesagt, aber dadurch, dass es jetzt so große Abstände zwischen den Folgen sind, vergesse ich das noch viel mehr. So, jetzt hätten wir mal hier diese Büsche weg. Nein. Dann mal hinauf. Und dann bräuchten wir noch einmal Boba. So. So. Hervorragend. Hört, da läuft ja noch einer. Hallo? Geht's noch? Hehehe. Läuft da einfach weiter, als wäre nichts. So, dann sprengen wir mal das Ding. Und haben Minikit Nummer 7. Sehr gut. So, bevor jetzt die nächsten Sturmtruppe kommen, machen wir mal hier das Ding kurz kaputt. Wunderbar. Verdammt. Ich sollte mal eher stehen bleiben, wenn ich schieße, weil dann weicht er den Schüssen automatisch aus. Wenn ich immer so auf die zulaufe, sterbe ich irgendwie dauernd. Naja. So, zweite Runde. Let's go. Ich habe immer das Gefühl, diese Bäume, die hier rumstehen, kriegt man auch nur kaputt, wenn man dagegen fliegt. So. Nahaha, voll frontal dagegen. Ey, das ist nicht ja... Ach Gott, wie schlecht kann man sein. Ja, ich merke schon wieder, ich bin wirklich begabt. Och Mann. Ich weiß, warum das Level früher mit Freunden so viel Spaß gemacht hat, weil ich da Unsterblichkeit hatte. Da ist das Ganze noch viel witziger.
So, ich glaube, einen haben wir. Aua. So, der raucht schon ziemlich... Ach, verdammt nochmal, hey. Was ist denn los heute? Ich fliege übrigens wirklich mit Absicht gegen diese Bäume, weil wie gesagt, anders kriegt man, glaube ich, das Geld nicht. So, den haben wir auch. Aber einer kommt noch. So. Dann mal sehen. Ach ja, hier müssen wir uns jetzt den AT-ST selber zusammenbauen. Das ist auch schön. So. Okay. Nein, Entschuldigung. Verdammt nochmal, ich lerne es einfach nicht, wie man den Charakter wechselt. So. Okay, ich komme hier gar nicht hoch. Jetzt schon, so. Oh, da hätten wir noch ein paar Teile. Sehr gut. Hallo, guten Tag. Oh, verdammt nochmal. Ich krieg heute aber auch eins nach dem anderen in die Fresse. Schnell, komm, bevor die schon wieder nerven. Nummer 2 geschafft. Mal eben gucken, ob wir da hinten noch irgendwo Geld abstauben können. Ja, können wir. Ich glaube sogar mehr als Geld. Hervorragend läuft das wieder. Verdammt. Flupp. Und jetzt hoch und dann holen wir uns ein Minikit Nummer 8. Alter, der Boba Fett kommt ja nirgends hoch. Jawohl. Das hätten wir auch. Dann können wir mal weitermachen. Das geht wieder gut los. Gottes Willen sind hier noch viele Bäume.
Aua. Okay, da liegen jetzt 4000. Die sollte ich vielleicht einsammeln. Gut. Da habe ich doch Geld gehört. Wir. Und da ist gleich ein Herz, das nehme ich auch mit. Durch meine ständige Selbstmordaktion bei den Bäumen brauche ich die. Okay. Oh, aber frontal dagegen. Nein. Okay, ihr zwei, jetzt ist Feierabend. Okay, doch noch nicht ganz. Ich bin ja sehr gespannt drauf, wann das neue Battlefront kommt. Wurde ja bereits mehr oder weniger angekündigt. Das Problem war ja nur, es hieß eine Zeit lang, das Spiel soll zeitgleich zu den neuen Star Wars Filmen kommen. Yippie. Jetzt hieß es dann aber wieder nein, das hat damit gar nichts zu tun. Das kommt, sobald es fertig ist. Bin ich gespannt drauf, weil ich bin ein großer Fan von Star Wars Battlefront 2 gewesen und, also bin es immer noch. Und da freue ich mich dann entsprechend auch sehr über eine, verdammt nochmal, über eine Nachfolge. Okay. Ich nehme mal die Bäume noch mit, wenn sie schon da sind. Ich glaub, der Typ war sogar vor mir, verdammt. Gut, dann schnappen wir uns den jetzt mal. Okay. Gut, dann hätten wir die Runde auch geschafft. Und ich würde sagen, bevor wir uns denn hier mit diesem AT-ST prügeln, machen wir ein kleines Päuschen und sehen uns dann in der nächsten Folge von Lego Star Wars wieder. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.